Planet Jack ist für mich eine Reise aus dem Unbewusstsein raus in die Realität, was durch den Charakter dargestellt wird. Sind ja viele Traumelemente in dem Film drin und das zeigt eben auch die Brüche in dem Charakter auf und sowas finde ich immer sehr interessant und faszinierend. Das ist mein erster richtiger Soundtrack, ja. Also Mirk und ich haben schon vorher zusammengearbeitet bei seiner Sternenkrieger-Dokumentation über Star Wars-Fans. Der Unterschied hier ist aber, dass Sternkrieger einen Song hatte, Star Warriors. Und da war es relativ einfach, einen Zugang zu finden, weil es ein Kontrast zu der Dokumentation sein sollte. Und bei dem Soundtrack hier musste man komplett anders vorgehen. Das war also ein, wenn auch kurzer Film, aber doch ein Bogen sollte hier gespannt werden. Der erste Schritt ist, einen Zugang zu dem Film zu finden. Und ich habe mit Mirko so zusammengearbeitet, dass er mir immer das Material, was er hatte, gezeigt hatte oder zugeschickt hatte. Ich habe das gesichtet und dann überlegt, welche Szene spricht einen an. Genauso war es übrigens auch bei Sternenkrieger. Da war eine Szene, wo ich dachte, okay, da kriegt man Zugang. Und bei diesem Film ist das genau der Part, wo Jack auf eine offene Landschaft zugeht. Und das schreit natürlich geradezu nach einem Thema, nach einem Leitmotiv. Und somit fing es eigentlich an. Natürlich die Szene in der Höhle, die ja in jeder Hinsicht sehr eindringlich ist. Und da war genau die Herausforderung, das war der Höhepunkt des Films. Und ich musste ja auch lernen, dass man nach filmischen Mitteln Musik schreibt in dem Moment. Und da war klar, ich muss es schaffen, da auch einen Höhepunkt musikalisch zu bringen. Dass also da Tempo reinkommt, die Szene unterstrichen wird und dass alle Elemente, die vorher einzeln eingeführt waren, da nochmal wirklich zusammenkommen. Sonst natürlich, Here You Are ist ein Stück, was mir schon was bedeutet, weil es auch eine ganz klare Aussage hat. Gerade auch, wenn man das Thema des Films auch berücksichtigt. Also das war schon so, dass es mir wichtig war, auch etwas zu sagen, dass man eben nicht alleine ist. Das Come on, take my hand ist da nicht nur eine Phrase, nicht nur so ein typischer Popspruch, sondern es soll auch etwas darstellen. Und für mich war es wichtig, auch am Ende des Films ein versöhnliches Stück zu setzen. Also der Soundtrack ist ja schon recht düster und sehr hart und sehr kantig. Und für mich war es schon wichtig, am Ende zu sagen, es gibt Hoffnung. Und das auch dem Zuschauer zu vermitteln. Und ich glaube, das sollte man aus dem Film auch wirklich sehen, dass man mit Hoffnung rausgeht. Nachdem der eigentliche Soundtrack fertig war, hatte ich das Bedürfnis, gewisse Themen nochmal aufzugreifen und fertig auszukomponieren. Denn der Film ist relativ kurz. Und so gesehen gab es gar keine Gelegenheit, in dem Film längere Themen zu machen. Es waren teilweise Sachen, die auf 30, 40 Sekunden begrenzt waren, was für mich wirklich eine neue Erfahrung war. Sachen so kurz zu machen. Und ich wollte auch eine Erweiterung zu dem Film schaffen, dass man noch etwas anderes erleben kann, dass man etwas erzählt, was im Film nicht erzählt wird. Und daher ist dieser Soundtrack, oder wie man es immer nennen will, der dazu noch entstanden ist, so aufgebaut, dass es zwischendurch immer wieder Textpassagen gibt, die aus der Sicht des Charakters erzählt sind. Und dann kommen halt nochmal längere Variationen von den eigentlichen Stücken, sodass man viel tiefer reingehen kann. Hey! Es wäre schön, wenn es öfters ein Thema im Film wäre. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten, an das Thema HIV ranzugehen. Und es ist, glaube ich, sehr schwer, einen Weg zu finden, der noch nicht bereits gegangen wurde. Und ich finde, das löst Planet Jack eigentlich ganz clever, weil er die Zuschauer erstmal auf eine andere Fährte führt. So ist es mir ja auch gegangen in der Vorbereitung zu dem Film. Er fängt an wie ein klassischer Science-Fiction-Film, hat gewisse Zitate an andere Science-Fiction-Filme, die auch ganz bewusst sind. Und am Ende wird der Zuschauer doch recht, na, ich will nicht sagen ratlos, aber er wird einfach mit einem Ende konfrontiert, mit dem er sicherlich am Anfang nicht gerechnet hat. Und das Wort AIDS wird nicht ausgesprochen, es wird auch nicht eindeutig benannt. Der Zuschauer kann es sich zusammenreimen, wenn er denn möchte, er muss es aber nicht. Und das ist finde ich, eine sehr angemessene Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, weil sich jeder erstmal diese Frage auch stellen muss. Was ist die Aussage des Films? Worum geht es eigentlich? Und ich glaube, es ist nicht mehr Zeit, plakativ mit dem Thema AIDS umzugehen. Ich glaube, da sind die Leute wirklich müde. Und ich denke, es ist eher so angebracht, oder es ist angebracht, in einer solchen Art und Weise damit umzugehen, nämlich in einer intelligenten Art und Weise etwas unterschwellig reinzubringen.
Und für mich war es eigentlich genauso. Ich habe mich mit dem Thema Ads vorher nicht wirklich auseinandergesetzt und erst durch die Arbeit bei oder mit dem Film wurde mir klar, dass was man hier tut, muss sehr überlegt sein. Auch wenn man Texte schreibt, die sich mit dem Thema befassen und sich dem Thema nähern, ist es sehr wichtig, da verantwortungsvoll mit umzugehen. Und ich finde es auch gut, dass der Film kein Happy End hat, wenn er auch vielleicht Hoffnung offen lässt, aber er ist realistisch in der Darstellung. Und das finde ich ist okay, denn eine Botschaft mitzugeben, ich glaube, das muss man nicht mehr tun, sondern man muss einfach etwas beschreiben, eine Situation beschreiben.